Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die What Else Box von KS Freak. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. So, wir werden das Ganze erstmal vom Plastik befreien und dann schauen wir uns das Ganze an. So, wir haben hier eine graue Box in zwei Teilen, also keine Klappbox, sondern der Deckel ist abnehmbar. Hier oben, das dürfte das Logo sein von KS Freak. Dann haben wir hier den jungen Mann in der Hocke sitzend, What Else steht hier. Und hier unten steht noch Swirlkraft, also ich schätze mal, das steht für Schwerkraft, Schwerkraftmusik. Hier unten nochmal das Logo, What Else. Ja, das Logo erinnert etwas an, ich weiß gar nicht, Yves Saint Laurent oder, ja, ist auf jeden Fall das Eigen. Okay, dann hier nochmal Schwerkraftmusik und den Barcode schwerkraftmusik.com. Und dann schauen wir mal, was sich darin befindet. So, wir haben einen Tourenbeutel, einen Sticker, eine Autogrammkarte, ein Poster, ein Bandana, ein Tuch, einmal Instrumentals in einer Papphülle, einmal das Album an sich. Und das ist ungewöhnlich, die Instrumentals nochmal in einer eigenen Hülle. Und unten haben wir hier so einen Einleger aus Papier. Das ist festgeklebt. Das heißt, hier könnt ihr das Album natürlich dann wieder hineingeben. Gut, wir machen das dann einmal zu. Okay, und nachdem die drei Sachen da ebenfalls verschweißt sind, werden wir diese gleich mal öffnen. Frage, wo am besten? Dann haben wir hier das Album. Und dann haben wir hier noch diesen Bonus. Okay. Gut, dann hätten wir mal alles aus dem Plastik. Wie immer fangen wir mit dem Album an sich. What Else steht hier, nochmal dasselbe wie auf der Box. Und wir haben, okay, 11 Tracks und Features von Krappi, Matthew, nochmal Krappi, nochmal Krappi. Also Krappi ist ja dieser Typ, der mit ihm immer diese Videos macht. Ich muss ehrlich sagen, ich verfolge das jetzt nicht und kenne auch nur ein, zwei Videos von dem guten Mann. Ja. Also die sind großteils immer zu zweit unterwegs, dieser KS und Krappi. Wie die Infos zum Album. Hier sind die Tracks aufgelistet und die Texte. Das ist übrigens dieser Krappi. So, dann haben wir hier die ganzen Texte abgedruckt. Und noch ein paar Aufnahmen.
Schnitte. Okay. Booklet zurück. Und dann haben wir die CD an sich. So sieht das Ganze aus. Also so ein ganz schlichtes CD-Cover, so eine ganz schlichte Hülle. Und dann haben wir die Instrumentals. Wer auch immer für die Covergestaltung zuständig ist und das hier gemacht hat, der hat richtig scheiße gebaut. Also, wir sehen hier Instrumentals. Da ist wohl das N abhanden gekommen. Und das auf dem Frontcover. Naja, schade. Hier hinten hat es lustigerweise funktioniert. Also 11 Tracks in der Instrumental-Version. Beziehungsweise der Instrumental-Version. Und hier ebenso wie die CD vorhin. Genau gleich. Nur mit dem Zusatz Instrumentals. Dann haben wir diese Bonus-CD, wo überhaupt nicht draufsteht, was es ist, aber wir haben hier hinten 5 Tracks, Instrumentals. Ja, ist jetzt die Frage, was man sich dabei gedacht hat, weil, wenn wir uns das hier anschauen, wir haben ja 11 Tracks und die kommen dann nirgendwo vor, weil die 11 wurden auf der anderen CD schon mit Instrumentals abgehandelt. Was es jetzt mit diesen 4, 5 Instrumentals auf sich hat, keine Ahnung. Habt ihr nochmal 5 Instrumentals extra. Das ist die CD. Dann haben wir einen Sticker. KS Freak What Else in weiß-schwarz Querformat. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Unterschrieben. Selbes Motiv wie auch schon auf der Box, auf dem Cover. Rückseite Schwerkraft Musik. Dann haben wir ein Poster. Wie soll das anders sein? Nochmal dieses Foto von ihm. Dann haben wir ein Bandana. So sieht das Ganze aus. Schwarz und weiß, beziehungsweise schwarz und hellgrau. Frage, ob man sich dann um den Hals hängt oder kann man natürlich dann auch so tragen und sich entsprechend vermummen. Hier hängen jetzt schon Fäden weg, die muss ich dann vielleicht abschneiden. Haben wir hier keine. Okay, nein, hier haben wir keinen Zettel oder irgendwas, was Aufschluss gibt über das Material oder über die Herkunft. Egal. Und dann haben wir noch einen Turnbeutel. Ja, selbe Muster wie auch schon das Bandana. Auch wieder hier mit diesen KS-Logos. Okay, auf beiden Seiten bedruckt. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier etwas finden, was uns Aufschluss gibt. Gehen wir nach links. Auch hier keinerlei Info über Material oder Herkunft. Okay. Ja, zur Musik kann ich persönlich jetzt nicht so viel sagen. Ich habe das Album nicht durchgehört. Ich habe mir, ich glaube, zwei Videos auf seinem YouTube-Channel gegeben von dem aktuellen Album. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ist nicht meins, ist nicht mein Geschmack, habe ich einmal gehört, werde es sicher nicht nochmals hören. Ob ich ins Album reinhöre, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Mal schauen. Ich muss generell sagen, ich bin kein Fan von diesen YouTubern, die dann irgendwann der Meinung sind, sie müssen unbedingt rappen. Also ganz egal, ob das jetzt er hier ist oder ein Lion T oder Apo Red oder Leon Mascher oder wie diese ganzen Gesichter heißen. Die sollen einfach
dabei bleiben, was sie tun und nicht in dieses Musikgenre eindringen, sage ich mal. Aber das ist meine Meinung. Ihr könnt das natürlich anders sehen. Okay, wie immer fassen wir am Ende noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal diesen Turnbeutel, das Bandana, die unterschriebene Autogrammkarte, den Sticker, ja, diese 5 Instrumentals in dieser Papphülle, die Instrumentals zum Album und das Album an sich mit 11 Tracks. Und dann haben wir auch noch das Poster, welches so aussieht, im Hochformat. Alles klar. Das alles in dieser Box. Falls ihr den Mann unterstützen wollt, falls ihr damit was anfangen könnt, Links wie immer in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.